Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Wir müssen uns erneut bei Ihnen entschuldigen. Seit Jahren lügen wir Ihnen dreist ins Gesicht. Wir haben gelogen, als wir anständige Bürger aus der Mitte der Gesellschaft als Rechtsextreme, Reichsbürger oder Corona-Leugner denunzierten. Wir haben, wenn überhaupt, dann bewusst tendenziös über die tausenden friedlichen Montagsdemos berichtet, um sie als gewalttätig darzustellen, obwohl die Gewalt fast ausschließlich von der Polizei oder den Gegendemonstranten der linksextremistischen Antifa ausging. Wir haben böswillig friedliche Demonstranten, die mutig jede Woche montags auf die erodierende Demokratie in unserem Land hinweisen, als Hetzer oder Querdenker diffamiert. Für all diese Lügen und die bewusste Manipulation, insbesondere für die Denunzierung unserer Mitmenschen, Nachbarn, Freunde und Familienangehörigen, müssen wir uns ausdrücklich im Namen des gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunks entschuldigen. Es ist jetzt allerhöchste Zeit, die Verbrechen gegen die Menschheit aus der Corona-Zeit endlich aufzuarbeiten und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.